In diesem Video erfahrt ihr, was in Björn Höckes Buch steht. Dazu gebe ich euch in einem ersten Teil sachlich neutral wieder, was genau daran steht, und dann in einem zweiten Teil für diejenigen, die es interessiert, meine persönliche Einschätzung zu seinen politischen Positionen und dazu, ob die vielen Nazi-Vorwürfe gegen ihn gerechtfertigt sind. Alle Seitenangaben der nachfolgenden Zitate entsprechen der E-Reader-Version des Textes. Das Buch Nie zweimal in denselben Fluss druckt ein Gespräch zwischen Björn Höcke und Sebastian Hennig ab. Im Vorwort zitiert Frank Böckelmann ausgewählte Stellen des Gesprächs und weist auf dieser Grundlage die mediale Darstellung Höckes als rechtsextrem, völkisch-nationalistisch oder gar als Nazi entschieden zurück. Durch das Aufschlagen dieses Gesprächsbandes zeige man ihm zufolge die Bereitschaft, den unbekannten Björn Höcke zu Wort kommen zu lassen. Er beschreibt Höcke als einen vielgeschmähten Mann mit dem freundlichen, aber zurückhaltenden, eher einladenden und abwartenden als zielstrebigen Gesicht, einen Mann, der sich zu provozierendem Auftreten jeweils erst durchzuringen scheint. Schließlich spricht Böckelmann noch die Massenzuwanderung aus Vorderasien und Afrika an. Seiner Einschätzung nach ignorieren die Altparteien den großen weißen Elefanten, nämlich die Gefahr einer muslimischen Mehrheitsbevölkerung in den Großstädten und ein wenig später landesweit. Nach diesem Vorwort beginnt der erste Teil des Buches unter der Überschrift Frühe Jahre. Höcke wurde in Lüden an der Lippe geboren, ist im Laufe seines Lebens allerdings viele Male umgezogen, bevor er in Bornhagen ansässig wurde. Er erzählt von einer angenehmen Jugend, erst in Neuwied am Mittelrhein und dann auf dem Land in einem kleinen Dorf namens Anhausen. Als Kind hat ihm sein Vater zwei ganz wesentliche Einsichten vermittelt. Zum einen den heraklitischen Spruch, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne und es also ein unmögliches Unterfangen darstelle, vergangene Zustände zu wiederholen. Zum anderen die Stetigkeit des fließenden Wassers, die durch Menschenkraft nicht aufzuhalten ist. Daraus zieht er den Schluss, dass wir Menschen in dieser Welt nicht allmächtig, aber auch nicht ohnmächtig sind. Hennig und er philosophieren ein paar Seiten lang über den Sinn von Geschichte und darüber, ob man etwas daraus lernen kann. In diesem Kontext erwähnt Höcke die gegenwärtigen Bestrebungen, das Volk oder gar die Völker überhaupt zugunsten einer ökonomisch brauchbareren Spezies abzuschaffen und spricht vom Wahnsinn eines solchen Experiments. Er wolle damit sagen, dass es nicht um die Alternative verändern oder bewahren geht, sondern um die ausgewogene Bewertung, welche Dinge bewahrenswert sind und welche nicht. Hennig erkennt im gegenwärtigen Zustand deutscher Theater, Architektur und Literatur nichts Bewahrenswertes, woraufhin Höcke erwidert, das stimmt. Die Anzahl von uns Deutschen ist im Schwinden und unsere kulturellen Quellen sind verschüttet. Aber wenn ich mit dem Zyklischen im Geschichtslauf rechne, folgt auf einen noch so langen Winter irgendwann ein Frühling. Ob es ein deutscher Frühling wird, wird sich zeigen. Höcke wird nach der Vergänglichkeit gefragt und verweist in seiner Antwort auf die Kraft, die wir Menschen aus unserer historischen Volksverantwortung ziehen können. Wie bei einem Staffellauf, bei dem der Staffelstab von Generation zu Generation weitergereicht wird, jeweils versehen mit einem ganz bestimmten historischen Auftrag. Das lässt einen zuversichtlich an dem gemeinsamen Werk weiterarbeiten, natürlich nur, wenn man diese Verantwortung, den Staffelstab, annimmt. Damit haben ja so manche Landsleute heute ein Problem. Die beiden kommen kurz wieder auf die Jugend in Anhausen zu sprechen und die Naturverbundenheit auf dem Land. Höckes Großeltern unterhielten eine Gärtnerei, weshalb auch er eine Zeit lang Gärtner werden wollte. Die Vertreibung seiner Großeltern aus Ostpreußen wurde ihm während seiner Kindheit eindringlich als Heimatverlust nahegebracht. Hierüber kommen sie auf die Flüchtlingsfrage zu sprechen. Höcke sagt, Flüchtlinge sind Menschen, die einer konkreten Gefahr entkommen wollen und um Schutz ersuchen. Ihnen im Rahmen unserer Möglichkeit zu helfen, ist unsere selbstverständliche humanitäre Verantwortung. Etwas ganz anderes ist die massenhafte Einwanderung von Glücksrittern und Menschen, die sich einfach ein besseres Leben in Europa und Deutschland versprechen. Höcke erzählt von seiner jugendlichen Leidenschaft für Adenauer und davon, dass er schon immer an etwas Großem teilhaben wollte. Auf die Fragen bezüglich seiner Religion sagt Höcke, obwohl meine Mutter katholisch ist, wurde ich eher protestantisch erzogen. Dennoch blieb mir das, was ich zu Hause und im Religionsunterricht hörte, irgendwie fremd. Ich glaube schon, dass eine letztlich unerklärliche göttliche Macht die Welt durchwaltet, dennoch fehlt mir die feste Glaubensgewissheit, um mich als überzeugten Christen im konfessionellen Sinne bezeichnen zu können. Seinen Wehrdienst Anfang der 1990er Jahre hielt er für überflüssig, den Wehrdienst generell hält er dagegen für sinnvoll. Er beklagt, dass die Bundeswehr heute durch die NATO und die Amerikaner fremdbestimmt werde. Heute hilft man als Bundeswehrsoldat, fremde Großmachtstrategien durchzusetzen. Wer seinem Land wirklich mit der Waffe dienen will, sollte sich überlegen, ob er nicht auf andere, bessere Zeiten warten möchte. Diese besseren Zeiten könnten seiner Meinung nach dem Rückzug der Amerikaner aus Europa und einer möglichen Auflösung oder Neuausrichtung der NATO eintreten. Die Auflösung der NATO, damit man Deutschland wieder mit der Waffe dienen kann. Sein Gesprächspartner Sebastian Hennig fragt hierauf, ob es nicht sinnvoll wäre, gerade auch in der Bundeswehr, diese anderen, besseren Zeiten zu erwarten und konkret vor Ort mit kleinen Zeichen im Bereich des Möglichen darauf hinzuwirken, dass sich etwas ändert. Höcke antwortet, das wäre auch eine Option, allerdings ist der Spielraum dafür durch die politischen Interventionen und die personellen Bereinigungen immer kleiner geworden.
Sebastian Hennig schlägt daraufhin unter Bezugnahme auf den Vorschlag eines nicht näher benannten Oberstleutnants die Option eines Putsches vor. Sebastian Hennig schlägt in Björn Höckes Buch einen Militärputsch in Deutschland vor. Höckes Antwort, auch wenn der Oberstleutnant sich in dieser Aussage sicherlich vergriffen hat, belegt sie den wachsenden Frust vieler Soldaten, es bleibt abzuwarten, ob das auch irgendwelche positiven Folgen haben wird. Denn wirklich ketzerische Positionen kennt man bislang nur, und das ist ja auch bezeichnend, von pensionierten Generälen. Ich fürchte daher, nein. Höcke fürchtet, dass ein Militärputsch in Deutschland aktuell leider noch nicht möglich ist, weil nicht genug ketzerische Stimmung im Land und in der Bundeswehr herrscht. Nach einem kurzen philosophischen Umweg über Nietzsche kehrt das Gespräch zur Politik zurück und Höcke kritisiert die 1959 eingeführte Parteienfinanzierung und spricht von einem bedrohlich angewucherten Parteienstaat, der reformatorische und demokratische Prozesse seiner Ansicht nach ausbremst oder ganz ausschaltet. Der Souverän, also die wählende Bevölkerung, ist seiner Meinung nach in Deutschland weitgehend entmündigt. Es folgt ein philosophischer Austausch über Vergil, Shakespeare und die griechische Tragödie, bei dem es darum geht, wie man an Widerständen wachsen kann. Er betont, dass das deutsche Volk viel aus der katastrophalen Niederlage von 1945 lernen kann. So widersinnig diese Feststellung angesichts des Zusammenbruchs erscheinen mag, ist der Sieger, also sind die Alliierten, ebenso anfällig für Selbsttäuschungen, wie der Verlierer, also Nazi-Deutschland, verzweifelt ist. Der Sieger glaubt, alles richtig gemacht zu haben und ist überzeugt, dass sein System das bessere, wahre, erfolgreichere sei. In einem vulgär-darwinistischen Sinne hat er ja auch recht, sein System war das stärkere und hat sich durchgesetzt. Aber das macht ihn hochmütig und kritikunfähig gegenüber den eigenen Fehlern und Defiziten. Der Verlierer ist erst einmal in einer Sinnkrise und hadert mit sich selbst. Er hat allerdings einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem Sieger. Er ist durch die Umstände genötigt, sich Fragen zu stellen. Wie konnte das geschehen? Wo lief man fehl? Was kann man daraus für Lehren ziehen? Geschichte mag also für eine gewisse Zeit von Siegern geschrieben und dominiert werden. Langfristig hat der Besiegte einen Vorsprung durch seinen Erkenntnisgewinn. Dieser langen Rede schiebt er wenig später eine ganz anders klingende Bemerkung hinterher, auf die auch im Vorwort verwiesen wird, um die Nazi-Vorwürfe zurückzuweisen. Ein weit verbreiteter, aufrichtiger Wille, die Verfehlungen und Verbrechen des Dritten Reiches zu verarbeiten, wurde überlagert von den Interessen der Siegermächte. Das hat eine wirkliche Katharsis erschwert, wenn nicht gar vereitelt. Er will eine produktive Verarbeitung der nationalen Geschichte und nicht deren Neurotisierung. Dass eine produktive Verarbeitung stattgefunden haben könnte, nur weil die Deutschen seit dem Krieg einen beachtlichen Wohlstand aufgebaut haben, weist er entschieden zurück. Für ihn ist eine produktive Verarbeitung an einen gesunden Nationalstolz geknüpft. In diesem Kontext wird er nach seiner Dresdner Rede 2017 gefragt, in der er nichts Geringeres als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hatte. Höcke sagt, mir wurde das von meinen Gegnern so ausgelegt, als würde ich anstelle der offiziellen Verdammung des Dritten Reiches nun seine Verherrlichung fordern. Das ist natürlich falsch. Dabei handele es sich um böswillige Unterstellungen. Ich habe lediglich dafür plädiert, den Ansatz unserer Selbstbegegnung als Volk und Nation zu überprüfen. Deshalb habe er auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin in derselben Rede als Denkmal der Schande bezeichnet. Es sei ihm nicht darum gegangen, das Leid der getöteten Juden zu verharmlosen, sondern um unseren Umgang mit der eigenen Nationalgeschichte, der zu selbstzerstörerisch sei. Nun besprechen die beiden in einem längeren philosophischen Exkurs Nietzsche, Hegel, das griechische Panterei, Schopenhauer, Kant, Fichte, Schelling, Herder, Goethe, Schiller, Ludwig Kluge, Edgar Jung, Dietrich Bonhoeffer und Martin Heidegger. Am Ende dieses Exkurses diagnostiziert Höcke der gesamten Gesellschaft einen Niveauverlust an Geist und Bildung. Der zweite Teil des Buches heißt Im Schuldienst und befasst sich mit den rund anderthalb Jahrzehnten, die er im deutschen Schulwesen tätig war. In Anlehnung an Martin Buber beklagen er und sein Gesprächspartner, dass es in der Politik und Gesellschaft nur noch darum gehe, lieber über den anderen als mit ihm zu sprechen. Sie werfen Politikern und Journalisten vor, dass sie Begriffe wie Nazi und Gedankenverbrecher als Ausreden nutzen würden, um jedes Mittel im Kampf gegen Höcke zu rechtfertigen. Höcke verweist auf Linksextreme in Nürnberg, die versucht haben, ihn anzugreifen und aus deren Augen nach seiner Angabe blanker Hass sprühte. Bezüglich der Opferrolle, die der AfD unterstellt wird, wirft er den Vertretern unserer politmedialen Klasse vor, dass sie erst Opfer produzieren oder zumindest billigend in Kauf nehmen und diese dann im Anschluss noch verhöhnen. Auf die Frage, ob er mit seinen Aussagen manchmal bewusst provoziere, entgegnet Höcke, ich bin wohl eher zu naiv und unbedarft auf dem Feld politischer Kommunikation, um als gewiefter Provokateur zu gelten. Als nächstes vergleicht er die politische Szene Deutschlands mit einem Irrenhaus und beleidigt ihre Akteure als notorische Realitätsverweigerer, Hysteriker, Schizophrene, Autoaggressive und auch Psychopathen. Nur kurz als Erklärung, damit sich niemand beschwert, das Verb beleidigen ist an dieser Stelle nach meiner Rechtskenntnis angemessen und notwendig, da der Begriff Psychopath vielen Gerichtsurteilen zufolge eine erhebliche Ehrverletzung darstellt
und von Herrn Höcke hier in einem öffentlichen Raum verwendet wird und somit geeignet ist, von den Betroffenen gehört zu werden. Eine Straftat stellt diese Äußerung, soweit ich das beurteilen kann, nur deshalb nicht dar, weil er keine Namen nennt. Jedenfalls sieht er in diesen vielseitigen Verfehlungen der übrigen Politiker den Grund dafür, weshalb eine vernünftige Diskussion seiner Meinung nach nicht zustande kommt. Ein Dialog könne nämlich nicht gelingen, wenn eine Seite versucht, die anderen vorzuführen und zu diskreditieren. Der heutige Kulturkampf sollte nach Höcke gewaltfrei und ausschließlich auf geistiger Ebene ausgetragen werden. Das politische Establishment bestimme, wer was, wo und wie sagen darf. Das bedeutet in einem strengen PC-reglementierten Meinungsumfeld wie dem heutigen, dass die Grenze des Sagbaren immer wieder mit kleinen Vorstößen erweitert werden muss. Obwohl ihm bewusst ist, dass man mit allzu provokanten Äußerungen die üblichen Abwehrreflexe bei einem Großteil der Bevölkerung auslöst, sieht er eine intelligente Konfrontationsstrategie wahrscheinlich als die realistischere Variante für sich und die AfD. Eine allgemeine Mäßigung und Verfeinerung im Ton ist dabei sinnvoll. Er benennt zwei rote Linien für sich. Solange diese nicht übertreten werden, sei er für Gespräche offen. Die erste Linie sei die Gewaltfreiheit, die zweite die Einstellung zum deutschen Volk. Wer unser Land und sein Volk grundsätzlich zur Disposition stellt oder aktiv zerstören möchte, mit dem hat es keinen Sinn, auf der politischen Bühne ein Gespräch zu beginnen. Sebastian Hennig verweist darauf, dass doch auf etablierter Seite fast alle eine Entdeutschung Deutschlands für durchaus wünschenswert halten, woraufhin Höcke zugibt, dass es ihm aus diesem Grund schwerfällt, dialogbereit zu bleiben. Nun kehrt das Gespräch zu Höckes Schuldienst zurück. Höcke hatte nach eigenen Angaben zu den meisten Schülern, egal welche sozialen oder ethnischen Wurzeln sie hatten, ein sehr gutes Verhältnis. Spürte allerdings, dass die Schüler, viele mit Migrationshintergrund, für seine Bildungsanliegen, also auch eine Weitergabe deutscher und europäischer Kulturtraditionen, nicht aufzuschließen waren. Neben dem hohen Anteil von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund störte ihn auch, dass die Mehrheit im Kollegium den Traum der multikulturellen Gesellschaft träumte und man so die erforderliche Gemeinschaftlichkeit kaum finden würde, auf der der Dialog und letztlich auch der Bildungs- und Erziehungsprozess fußt. Seiner Meinung nach sind multikulturelle Gebilde in ihrem Kern reine Misstrauensgesellschaften. So wechselte er die Schule und verblieb 9 Jahre an der Renanus-Schule in Bad Soden-Allendorf. Obwohl die Schüler und Eltern dort mit ihm eine Einheit gebildet hätten, die von Respekt und Vertrauen geprägt war und eine Bereitschaft vorgeherrscht hätte, mehr zu geben als zu nehmen, und er dort 9 befriedigende Dienstjahre verbracht hätte, spricht er in seinem Abschlussresümee von schwer kranken Schulen und einer ebenso kranken Gesellschaft. Dies führt er auf 2 Punkte zurück. Einerseits die bereits erwähnte Multikulturalisierung, also zu viele Migrantenkinder in den Schulen, andererseits die abnehmenden Schülerzahlen auf dem Land, die er als demografische Krise bezeichnet. Der dritte Teil des Buches heißt Der Weg in die Politik. Hier spricht Höcke davon, dass Parteien eher Niederungen als die Gipfel der Politik darstellen. Also nicht staatlich finanzierte Parteien, sondern Parteien generell. Diese Systemkritik verfestigte sich während seiner Zeit in der Jugendorganisation der Union, in der sich angeblich zu viele Personen tummelten, die nie einen anderen Beruf als Politiker ausgeübt hatten. Als Themen, die ihn in die Politik getrieben haben, zählt er den Gender-Irrsinn, die hysteriegesteuerte Energiewende, die gescheiterte Ausländerintegration und die desaströse Euro-Rettungspolitik, aber auch den unsinnigen Konfrontationskurs gegenüber Russland und die zunehmende soziale Schieflage auf. Obwohl es in Deutschland noch auffallend ruhig sei, rechnet Höcke mit einer kommenden Revolution. Die Entladung des aufgestauten Drucks wird irgendwann kommen, die geballten Fäuste werden dann in die Luft gerissen und das Volk, der große Lümmel, an den Festungstoren der Machthaber rütteln. Ich bin fest davon überzeugt, vor allem die Männer werden aufwachen und sich ihrer besonderen Verantwortung für das Ganze bewusst werden. Unsere Zukunft hängt auch an der Frage männlicher Ehre und Würde. Er unterteilt die männliche Spezies unter Bezugnahme auf Joachim Fernau in die Sackträger auf der einen Seite und die kleinere Gruppe von Männern, die den sonderbaren Drang verspüren, sich um alles kümmern zu müssen. Den Sackträgern gibt er die wesentliche Schuld an der heutigen politischen Misere. Wir haben nicht mehr genug zupackende Männer, die sich jenseits von Beruf, Familie und Urlaub für ihr Land einsetzen. Höcke wünscht sich generell, dass die Politik nicht das innere Wesen der Geschlechter deformiert, indem sie Frauen wie Männer jener eigentümlichen Anmut beraubt, auf der die gegenseitige Anziehung und Achtung gründet. Damit wird ein wichtiger Antrieb unseres gesellschaftlichen Lebens verödet. Sein Gesprächspartner Sebastian Hennig stellt nun die Frage, steckt nicht in den Frauen ohnehin die Erwartungshaltung an die Männer, sie sollten das Sinken des Kahns nicht einfach passiv hinnehmen, sondern endlich aufstehen und das Ruder in die Hand nehmen? Höcke entgegnet, ja. Aber damit fühlen sich viele Männer heute überfordert und zwar nicht nur lebenstechnisch, sondern auch aufgrund ihres verkümmerten männlichen Selbstbewusstseins. Seiner Beurteilung zufolge bestehen die deutschen Männer heute zu 10% aus verkrampften Machos und zu 80% aus Weicheiern. Also 80% der Männer, die dieses Video schauen, sind laut ihm Weicheier. Höcke plädiert dafür, wesensmäßige Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht zu überwinden, sondern zu kultivieren.
also Wehrhaftigkeit, Weisheit und Führung beim Mann, Intuition, Sanftmut und Hingabe bei der Frau, um nur ein paar wenige zu nennen. Einen Kampf der Geschlechter sieht er nur in der Weise, in dem Männer mit dem oftmals verstörend empfundenen und sprunghaften weiblichen Wesen ringen. Die soziale und berufliche Benachteiligung der Frau sei größtenteils frei erfunden. Schließlich kehren sie wieder zu den Zeiten des deutschen Elends zurück. Unsere Klage um Deutschland dreht sich nicht primär darum, dass der Wohlstand zurückgeht, sondern vor allem darum, dass unser Volk seine Seele und seine Heimat verliert. Dieser Punkt wird noch mehrfach wiederholt, bis sie auf den Begriff des Volkes kommen. Höcke definiert den Begriff als eine dynamische Einheit aus Abstammung, Sprache, Kultur und gemeinsam erlebter Geschichte. Zum Punkt der Ethnie befragt, sagt er, Fakt ist, die Fortpflanzung geschieht überwiegend in der eigenen Gruppe. Die Wissenschaft spricht hier von dem Phänomen der relativen Endogamie. Sie liegt selbst bei den kosmopolitischen Deutschen bei rund 70%, bei Türken ist sie noch sehr viel höher. Weniger als 10% der Menschen sind heute von einer Auflösung der bisherigen Fortpflanzungsgemeinschaften betroffen. Das heute als Verheißung angepriesene Bild einer Kosmopolis mit ethnisch indifferenten Weltmenschen ist mehr Utopie als Wirklichkeit. Und nicht einmal eine schöne. Völlig falsch wäre allerdings die Propagierung eines völkischen Reinheitsideals. Den völkischen Vorwurf gegen sich hält er für Unsinn und sagt im selben Absatz, wir sehen das in den USA. Die Weißen und die Schwarzen setzten sich vor ihrer Amerikanisierung aus mehreren hochdifferenzierten Völkern mit eigenen Identitäten zusammen. Jetzt sind sie in einer Masse aufgegangen. Diesen Abstieg sollten wir Europäer vermeiden. Falls ich seiner Position hier nicht gerecht werde, liegt das nicht an einem bösen Willen meinerseits, sondern daran, dass ich ihn intellektuell wirklich nicht verstehe. Ich habe die Seiten mehrfach gelesen und verstehe seine Argumentation nicht. Erst sagt er, der völkische Vorwurf sei Unsinn und dann, dass die Vermischung von Schwarzen und Weißen ein Abstieg wäre. Also ich kürze da nichts raus. Höcke spricht weiterhin von einem neuen antifaschistischen Konsens, der den Bereich der gerade noch tolerierbaren politischen Positionen auf einen klitzekleinen linksideologischen Restbestand zusammengeschmolzen hätte. Im Gespräch über den Faschismus und auf die etwas ungewöhnliche Frage hin, ob er als weichere Variante gegenüber der harten rassistischen NS-Ideologie neu zu etablieren sei, sagt Höcke davon, dass er davon nichts hält, obwohl es einiges am Faschismus zu schätzen gäbe, was er dann auch seitenweise erläutert, beispielsweise die Möglichkeiten zur Verbrechensbekämpfung und zum Ausbau der Infrastruktur. Der vierte Teil des Buches heißt Partei und Fraktion in Thüringen und beginnt zunächst mit einem Blick auf die Gründungsphase der AfD, wobei sich weitestgehend auf allgemein bekannte Informationen beschränkt wird, von dem einen oder anderen persönlichen Vorwurf an Herrn Lucke einmal abgesehen. Auf die Frage, welche inhaltlichen Akzente Höcke im Rahmen seiner Parlamentsarbeit gesetzt habe, folgt lediglich eine kurze Auflistung, die auch nicht näher diskutiert wird. Eine Klage gegen Abschiebestopps im Winter, ein Antrag, Deutsch als Landessprache in die Thüringer Verfassung aufzunehmen und ein umfassendes Konzeptpapier zum Thema Asylpolitik. Auch erwähnenswert ist seine Herabwürdigung der Dokumentationsstelle für Menschenrechte, Grundrechte und Demokratie als private Stasi 2.0. Der nächste Teil des Buches heißt Volksopposition gegen das Establishment und der hat es jetzt richtig in sich. Gleich zu Beginn steht dieser Austausch. Hennig? Die Masseneinwanderung nicht-europäischer Völkerschaften und der Niedergang des Gemeinwesens treiben Land und Volk in eine existenzielle Krise. Höcke? Ja, wenn wir die gewaltsame Transformation des hergebrachten Nationalstaates in eine multikulturelle Zuwanderungsgesellschaft nicht bald stoppen, droht uns in Deutschland und Europa tatsächlich eine kulturelle Kernschmelze. Höcke behauptet, die Einwanderungspolitik seit 2015 sei rechtswidrig und richte sich gegen den Mehrheitswillen der Deutschen. Zahlen oder Statistiken werden hier nicht als Belege angeführt. Höckes Buch erschien im Juni 2018, es geht ja also um einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren. Hennig und Höcke bezichtigen die Bundesregierung dieser Jahre des fortgesetzten Betrugs und werfen den Medien auf der Grundlage einer Studie aus dem Jahr 2016 eine volkspädagogische Einflussnahme im Sinne der Merkel'schen Migrations- und Multikulti-Politik vor. Unter Bezugnahme auf Frank Salter stellt Höcke die These auf, den Deutschen würde ihr Recht auf eigene Entfaltung und Interessenswahrnehmung bestritten. Und der Multikulturalismus in der westlichen Welt hätte die Minorisierung und Marginalisierung der autochthonen Völker zum Ziel. Echte Flüchtlinge könne man kaum noch wahrnehmen im Strudel der frechen Forderungen der robusten orientalischen und afrikanischen Glücksritter. Wenn wir den antinationalen Nationalismus so weitergehen lassen, so Höcke, würden künftige Völker durch unsere verödeten Rathäuser, Bahnhöfe, Museen, Theater und Schwimmhallen gehen und darüber staunen, wie eine so mächtige, geistreiche und wohlhabende Gesellschaft daraus hinweggewischt werden konnte. Höcke gibt den USA die Schuld am angeblich wachsenden religiösen Fanatismus im islamischen Raum und wirft ihnen vor, dass sie bewusst die muslimische Masseneinwanderung nach Europa verursachen, wodurch hier im Übrigen die islamische Terrorbedrohung gezüchtet werde.
Daraus leitet er für sich zwei politische Ziele ab. Erstens will er sich um eine konstruktive Zusammenarbeit mit muslimischen Ländern bemühen und auf eine nicht näher bezeichnete Art den Orient befrieden. Zweitens will er die drohende Islamisierung Deutschlands konsequent verhindern. Sein Gesprächspartner Sebastian Hennig meint, es wird spätestens dann skurril, wenn die Integrationsprüfung im Verzehr eines Schweineschnitzels dem Konsum alkoholischer Getränke, offenem Haar und Minirock bestehen soll. Worauf er sich hier bezieht, wird nicht erklärt. Höcke sagt in diesem Zusammenhang, wenn wir weniger Hijab- oder Burka-Trägerinnen auf unseren Straßen und Plätzen sehen wollen, dann ist es meines Erachtens der falsche Weg, diesen Frauen ihre kleidungsmäßigen Gepflogenheiten auszutreiben, sondern man sollte darüber nachdenken, die Zahl der hier lebenden Muslime zu verringern. Hennig fasst daraufhin alles, was er bisher von Höcke gehört hat, wie folgt zusammen. Um es einmal ganz derb im Pirinci-Jargon zu sagen, es sind die Kuffnucken das Problem und nicht der Islam, die Kanaken und nicht der Koran. Höcke weist darauf hin, dass das jetzt Hennigs Worte seien und verteidigt die Muslime auf die ihm eigene Art mit folgendem Ausspruch. Es gibt neben dem asozialen, großmäuligen und unverschämten Typus, den Sie da wohl meinen, auch eine ganze Zahl von äußerst sympathischen, freundlichen und gesitteten Muslimen, mit denen man sich durchaus ein längerfristiges Zusammenleben vorstellen kann, wenn unsere Rechtsordnung und Leitkultur ohne Einschränkung anerkannt wird. Wer allerdings wie die Migrationsbeauftragte der letzten Bundesregierung Aydan Özus jenseits der Sprache nicht einmal eine spezifisch deutsche Kultur erkennen kann, hat in unserem Land tatsächlich nichts verloren. Hennig und Höcke sind sich einig darüber, dass die muslimischen Einwanderer all die Konflikte und Probleme aus dem Orient zu uns ins Land bringen, weshalb Höcke von einer invasiven Zuwanderung und kurz darauf von der millionenfachen Invasion von Fremden spricht. Statt einer Bereicherung der europäischen und deutschen Kultur erleben wir deren Verdrängung durch Islamisierung, Orientalisierung und Afrikanisierung. Er nennt das die Folgen der irren Gesellschaftsexperimente der Multikulturalisten. Höcke stellt ferner die Verschwörungstheorie auf, dass eine geschlossene transatlantische Politelite, zu der auch unsere Regierung und die Regierungen anderer europäischer Länder gehören, nur vorgaukelt, Menschen in Not helfen zu wollen. Das wahre Ziel dieser Politelite sei die Entnationalisierung der europäischen Völker. Den Wohlstand in Deutschland hält Höcke für unwichtig. Gut, die innere Leere haben uns unsere herrschenden Obernichte mit vielerlei materiellen Plunder vollgestopft, damit die Seelen ein bisschen das Gefühl von Fülle bekommen. Und auch auf die Menschenrechte, die wir hier genießen, hat er einen ungewöhnlichen Blick. Wir sollen abstrakte, reine Menschen werden, ausgestattet mit universalen Menschenrechten. Möglichst ohne Verschmutzung durch irgendeine Volkszugehörigkeit und nationale Tradition. Wenn man so will, eine ethnische Säuberung der ganz besonderen Art. Höcke verweist auf den UN-Bericht Replacement Migration von 2001 und behauptet, dieser verlange die Öffnung Deutschlands für über 11 Millionen fremde Zuwanderer. Nennt die Politik der Bundesregierung Deutschlands grundgesetz- und völkerrechtswidrig und bezeichnet die angebliche Forderung in dem UN-Bericht als die brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet. In seiner Realitätswahrnehmung will ein antinationales Netzwerk aus staatenübergreifenden Organisationen wie der EU die Menschen leichter beherrschbar machen, indem sie eine neuartige Kosmopolis multitribaler Gesellschaften mit internationaler Niederlassungsfreiheit errichten. Die beiden sprechen kurz über Trump und sind sich einig darin, dass viel Potenzial im populistischen Kampf gegen die alten globalistischen Eliten schlummert. Hennig erzählt eine Geschichte über den Furor der Deutschen, die im 4. Jahrhundert nach Christus, wohl während einer Schlacht, die sie nicht gewinnen konnten, ihre eigenen Anführer von den Pferden gerissen und getötet haben, woraufhin Höcke antwortet, ein Grund mehr für die heutigen Machthaber, vor dem eigenen Volk zu zittern. Nach dieser Drohung gegen das Leben unserer demokratisch gewählten Regierungsvertreter distanziert er sich vom Dritten Reich, indem er den totalen Krieg als Unheil bezeichnet. Anschließend trifft er folgende Aussagen über seine politischen Gegner. Bei einigen Landsleuten hat sich ein regelrechter nationaler Selbsthass entwickelt und in einen Selbstauslöschungswahn gesteigert. Man lese nur die Statements von führenden Grünen oder linken Politikern und manchen Medienleuten, die jubeln regelrecht über unseren bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Die Flüchtlinge sind ihnen nur Mittel zum Zweck, damit das verhasste eigene Volk endlich von der Weltbühne verschwindet. Die jubeln regelrecht über unseren bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Flüchtlinge sind nur Mittel zum Zweck, damit das verhasste eigene Volk endlich verschwindet. Dann bezichtigt er die Medien und die deutsche Bundesregierung der Volksverhetzung und nennt die Regierung die wirklichen Spalter unseres Volkes und bezeichnet sie im Folgenden zum wiederholten Male als die gegnerische Seite. Er inszeniert die Bundesregierung als Feindbild, das bekämpft werden muss. Er sagt weiter, jeden Anflug von Rechtfertigung sollten wir unterdrücken, denn unsere politischen Positionen sind völlig normal und vernünftig, da können sie noch so laut rechtsextrem oder rassistisch schreien, wir brauchen uns für nichts zu rechtfertigen, schon gar nicht vor den Zerstörern unseres Landes.
Daraufhin vergleicht Höcke die deutsche Gesellschaft mit einem verrottenden Fisch, der vom Kopf her zu stinken beginnt, also von der Regierung her. Unsere Parteiendemokratie ist über den Weg einer Oligarchie zu einer Oklokratie, einer Herrschaft der Schlechten, verkommen. Er beschimpft die politische Klasse in Deutschland als Volksverächter und schließt eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien aus. Wir dürfen bei der Frage bezüglich einer künftigen Zusammenarbeit mit anderen Parteien nie vergessen, eine Kollaboration ausgerechnet mit denjenigen Kräften, die unser Land in den Abgrund reißen, ist absurd. Jedwede Überlegung über ein Zusammengehen oder Koalieren mit Teilen des politischen Establishments setzt deren Läuterung und prinzipielle Neujustierung voraus. Das ist erst zu erwarten, wenn das Altparteienkartell unter der steigenden Krisenlast zerbrochen ist. Hennig stellt die Frage, wie die AfD denn aus der Oppositionsposition heraus die politische Wende herbeiführen will. Höcke schildert hierauf in echter Kampfsprache die Pläne der Partei, den deutschen Staat zu bekämpfen. Die Festung der Etablierten muss von mindestens zwei Seiten in die Zange genommen werden. Von der protestierenden Bürgerbasis her und von uns als parlamentarischer Speerspitze der Bürgeropposition. Wichtig wäre noch eine weitere Front aus den frustrierten Teilen des Staats- und Sicherheitsapparates. Eine allzu starke Vermengung der verschiedenen Ebenen halte ich für nicht sinnvoll. Das schließt gemeinsame Aktionen von Fall zu Fall nicht aus. Warum soll ein AfD-Redner auf einer seriösen, soliden Bürgerdemo nicht auch eine Rede halten? Nur weil man Angst hat, sich durch das bisweilen rustikalere Auftreten der Protagonisten und Demonstranten schmutzig zu machen. Er erläutert außerdem die Bedingungen, die für seine grundlegende Wende gegeben sein müssen. Zum einen bedarf es dazu eines veränderten gesellschaftlich-kulturellen Unterbaus, der bis heute noch überwiegend antinational geprägt ist, und zum anderen müssen die Voraussetzungen für ein konsequentes Durchregieren vorhanden sein. Was einen guten Staatsmann im Kontext des konsequenten Durchregierens ausmacht, erläutert er wie folgt. Ein verantwortungsvoller Politiker darf sich bei aller Bürgernähe nicht von den schwankenden Stimmungen des Volkes abhängig machen. Auch bei einer wiederhergestellten inneren Einheit muss er ein Sensorium für die Volonté générale haben und notfalls auch gegen die aktuellen öffentlichen Befindlichkeiten die richtigen Entscheidungen treffen. Teil seiner großen Wende soll auch die Entwicklung einer alternativen Wirtschaftsordnung sein. Bei der Entwicklung einer solchen Ordnung möchte er sich von Sarah Wagenknechts Büchern inspirieren lassen. Den Kapitalismus will er jedenfalls hinter sich lassen. Die AfD muss sich dann langsam entscheiden, ob sie als kritischer Teil des Establishments agieren möchte, wie es die sogenannten Realpolitiker in der Partei fordern, oder ob sie eine wirkliche Alternative zum Bestehenden sein will, was eine Globalisierungs- und Kapitalismusüberwindende Position einschließt. Dann kommt Höcke wieder auf das Thema Migration zurück und betont, dass er auf eine friedliche Wende hofft, denn ansonsten wird ein neuer Karl Martell vonnöten sein, um Europa zu retten. Als kurze Hintergrundinfo, Karl Martell war ein fränkischer Herrscher, der 732 vor Christus einen berühmten Sieg gegen die Araber gewann. An dieser Stelle betont Höcke seine Bereitschaft, Migration und Multikulturalismus bis zum bitteren Ende zu bekämpfen, wo auch immer es ihm möglich ist. Allen Unkenrufen zum Trotz, auch bei einem Zerfall der Nationalstaaten und dem sich dann ausbreitenden Chaos ist noch lange nicht alles verloren. Ich erwähnte vorhin den möglichen Rückzug auf Länderebene, wo besonders im Osten noch großes Potenzial vorhanden ist, das inhumane Projekt einer Migrationsgesellschaft zu stoppen. Die Zwischenfrage von Henning, und wenn das nicht gelingen sollte, dann haben wir immer noch die strategische Option der gallischen Dörfer. Wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns wie einst die tapfer fröhlichen Gallier in unsere ländlichen Refugien zurück und die neuen Römer, die in den verwahrlosten Städten residieren, können sich an den teutonischen Asterix und Obelixen die Zähne ausbeißen. Wir Deutschen, zumindest die, die es dann noch sein wollen, sind dann zwar nur noch ein Volksstamm unter anderen, die Retribalisierung im Zuge des multikulturellen Umbaus wird aber so zu einer Auffangstellung und neuen Keimzelle des Volkes werden. Und eines Tages kann diese Auffangstellung eine Ausfallstellung werden, von der eine Rückeroberung ihren Ausgang nimmt. Zu den Rückführungsmaßnahmen nicht integrierbarer Migranten äußert sich Höcke wie folgt. Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Der sechste Teil, Krise und Renovation, setzt gleich zu Beginn mit dem wohl schärfsten Zitat des ganzen Buches ein. Ich bin sicher, dass, egal wie schlimm die Verhältnisse sich auch entwickeln mögen, am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.
Aber abgesehen von diesem möglichen Aderlass haben wir Deutschen in der Geschichte noch nach dramatischen Niedergängen eine außergewöhnliche Renovationskraft gezeigt. Er spricht hier von einem Volksaderlass, bei dem politisch Andersdenkende verschwinden müssen. Im Folgeabsatz schickt er noch die Bemerkung hinterher: Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Reformationsbedarf sieht er als Nichtchrist auch im Bereich der Religion. Wenn heute Pfarrer beklagen, dass sich das Volk von ihnen abwendet, dann ist das absurd. Sie sind es, die sich längst vom Volk abgewendet haben, ihm teilweise sogar regelrecht feindselig gegenüberstehen. So, und nachdem Höcke jetzt das ganze Buch über von einer großen Wende gesprochen hat, erfahren wir auf den Seiten ab 171 folgend auch endlich in Ansätzen, wie seine Vision für eine gerechtere Staatsform in Deutschland aussieht, mit was er also die Parteiendemokratie in Deutschland ersetzen will. Wenn wir die völlig aus dem Ruder gelaufene Moderne wieder in den Griff kriegen möchten, kommen wir um eine Rekonstitution des Staates in seiner neuzeitlich klassischen Form nicht herum. Wir glauben, dass das von uns präferierte Modell eines erneuerten Nationalstaates von dessen klassischen Modell des 19. Jahrhunderts sicher einiger Ballast abgeworfen werden muss, das vernünftigere und auch menschenfreundlichere ist. Der Nationalstaat nach dem klassischen Modell des 19. Jahrhunderts. Was genau er darunter versteht, wird auch in den Folgeseiten nicht verständlich erläutert. Die wenigen Punkte, die er da nennt, zum Beispiel starke Grenzen oder den Bürgern eine funktionierende Lebensführung zu ermöglichen, haben ja nichts mit der Staatsform zu tun. Darauf, dass das Preußen des 19. Jahrhunderts keine Demokratie war, sondern ein Kaiserreich, und auf die Frage, wie seine Forderung einer Staatsreform hin zu einem preußischen Nationalstaat vor diesem Hintergrund zu verstehen ist, geht er leider nicht ein. Deutlich wird nur, dass er eine von fremden Direktiven unabhängige Staatsführung mit einem starken Militär will, die nicht von Organisationen wie der EU, der NATO und der WTO eingeschränkt wird. Höcke mag die Idee autonomer Großräume und will die Grundgedanken aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts durchaus in die Konzeption alternativer Staatsmodelle mit einbeziehen. Unter der Prämisse, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker gewahrt würde, was ja während der NS-Zeit nicht der Fall war, weil dort statt nationalen Identitäten das Prinzip der Rasse favorisiert wurde. Ansonsten seien die Grundgedanken aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts durchaus interessant. Allerdings würde er das Interventionsverbot raumfremder Mächte noch um das Investitionsverbot raumfremden Kapitals und das Migrationsverbot raumfremder Bevölkerungen ergänzen. Das war der objektive Teil zum Inhalt des Buches. Im Folgenden werde ich das bisher Zitierte kritisch reflektieren und alle Stellungnahmen meinerseits nachvollziehbar begründen. Als erstes widme ich mich der Frage, ob die diskreditierenden Begrifflichkeiten, mit denen Björn Höcke von seinen politischen Gegnern bedacht wird, gerechtfertigt sind oder ob sie tatsächlich Kampfbegriffe sind, mit denen man ihn lediglich mundtot machen will. Ich positioniere mich ausdrücklich nicht dazu, ob Begriffe wie rechtsextrem oder Nazi in Deutschland generell vorschnell oder medial als Kampfbegriffe verwendet werden, sondern es geht hier ausschließlich um Björn Höcke als Individuum. Auch ist im Weiteren auf die begriffliche Präzision zu achten. Das rechte politische Spektrum ist ein wichtiger, elementarer Bestandteil unserer politischen Vielfalt. Bis in den rechtsradikalen Bereich hinein sind rechte und damit eben auch nationale und konservative Einstellungen ein gewünschter Teil unserer Gesellschaft. Radikal bedeutet dabei, dass Probleme oder vermeintliche Probleme an der Wurzel behoben werden sollen. Wenn Höcke also generell den Kapitalismus ablehnt oder die Entwicklung einer alternativen Wirtschaftsform auf Grundlage von Sarah Wagenknechts Büchern plant, kündet das zwar von unfassbarer ökonomischer Inkompetenz, ist aber noch nicht politisch extrem. Es ist nur radikal. Auch auf den Begriff des Faschisten werde ich nicht eingehen, da bereits Gerichtsurteile dazu vorliegen, dass dieser Begriff keine Beleidigung darstellt, wenn er auf Höcke angewendet wird, da er den Leuten mit seinen Äußerungen und seinem Verhalten Grund zu dieser Sichtweise bietet. Bleiben also noch die rechtlich relevanten Begriffe, die ich zu Beginn des Videos erwähnt habe: rechtsextrem, völkisch und Neonazi. Der Begriff des Rechtsextremismus ist laut der Bildungszentrale für politische Bildung und laut des Verfassungsschutzes nicht eindeutig definiert. Der Rechtsextremismus stellt in Deutschland kein einheitliches Phänomen dar. Rassistische, antisemitische und nationalistische Ideologieelemente treten in verschiedenen Ausprägungen auf. Eine Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit und damit einhergehend die Ablehnung des Gleichheitsprinzips der Menschen sind jedoch bei allen Rechtsextremisten festzustellen. Rechtsextremisten gehen davon aus, dass die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den Wert eines Menschen entscheide. Dieses Werteverständnis steht in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Merkmalen, die laut der Bildungszentrale für politische Bildung vom Verfassungsschutz bei der praktischen Identifizierung rechtsextremen Gedankenguts verwendet werden. Erstens ein aggressiver Nationalismus,
Zweitens der Volkskollektivismus oder die rassische Volksgemeinschaft. Drittens der Antipluralismus. Viertens eine aggressive, extrem gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit. Fünftens der Wunsch nach einem Führerstaat. Sechstens die Relativierung oder Leugnung der Verbrechen des Dritten Reichs. Siebtens eine ständige Diffamierung der demokratischen Institutionen und ihrer Repräsentanten. Diese Punkte müssen nicht alle gegeben sein und werden teilweise auch für den Neonazi-Begriff angeführt. Wir halten fest, als rechtsextrem können wir Björn Höcke bezeichnen, wenn er mindestens die ethnische oder nationale Zugehörigkeit von Menschen in einem Ausmaß überbewertet, dass es dem Gleichheitsprinzip der Menschen entgegensteht. Darüber hinaus gibt es die eben aufgezählten Merkmale zur weiteren Erhärtung des Verdachts. Als völkisch bezeichnet man laut der Bildungszentrale für politische Bildung eine radikal nationalistische Einstellung, die die Menschengruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, das eigene Volk verabsolutiert und als ethnisch reine Gemeinschaft definiert. Die völkische Bewegung war ein Wegbereiter des Nationalsozialismus. Bis heute sind die Völkischen eine wichtige Strömung des Rechtsextremismus. Zum Ende des 19. Jahrhunderts, also in dem Zeitraum, den Höcke als Vorbild für seine Repreußifizierung Deutschlands benennt, formiert sich eine völkische Bewegung. Ihr Ziel war, eine ethnisch und kulturell homogene Nation aus der vermeintlich undeutsche Fremdkörper auszuscheiden sein. Als solche sahen die Völkischen einerseits ihrer Rassenideologie folgend Juden, Slawen und generell deutsche ausländische Abstammung an. Also zusammenfassend, als völkisch und damit gleichzeitig auch als rechtsextrem können wir Björn Höcke identifizieren, wenn er eine ethnisch und kulturell homogene Nation anstrebt, aus der vermeintliche undeutsche Fremdkörper ausscheiden müssen. Schließlich kommen wir zu dem Begriff des Neonazis. Laut BPB sind Neonazis ganz klar immer auch Rechtsextremisten. Umgekehrt gilt aber, dass nicht jeder Rechtsextremist automatisch als Neonazi bezeichnet werden kann. Mit dem Begriff Neonazismus werden innerhalb des Rechtsextremismus Personenzusammenschlüsse und Aktivitäten charakterisiert, die ein Bekenntnis zur Ideologie des Nationalsozialismus enthalten und auf die Errichtung eines totalitären Führerstaats nach dem Vorbild des Dritten Reichs ausgerichtet sind. Aus ihrer Sicht ist das deutsche Volk höherwertig und deshalb von rassisch minderwertigen Ausländern oder Juden zu schützen. Wir halten fest, als Neonazi können wir Björn Höcke bezeichnen, wenn wir Bekenntnisse zur NS-Ideologie, Hinweise auf Fantasien eines Führerstaats oder den Wunsch, die Reinheit des deutschen Volkes zu erhalten, feststellen können. Da ich Björn Höcke nach der Lektüre seines Buches für einen Neonazi halte, impliziert das natürlich auch eine völkisch-rechtsextreme Gesinnung. Schauen wir also auf ein paar der Aussagen an, die ich denke, wenn ich ihn einen Neonazi und rechtsextrem nenne. Ich bin sicher, dass, egal wie schlimm die Verhältnisse sich auch entwickeln mögen, am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Aber abgesehen von diesem möglichen Aderlass, Pünktchen. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr sowas lest, aber das Erste, was ich mir denke, ist, der meint mich. Der meint mich und meine Geschwister und meine Eltern und alle meine Freunde und Millionen anderer Menschen in Deutschland. Wir sind alle nicht willens, uns dem zu widersetzen, was er als die drohende Orientalisierung und Islamisierung Deutschlands bezeichnet. Und ich weiß wirklich nicht, wie irgendein erwachsener Mensch diese Passage als Aufruf zum gewaltfreien Verschwindenlassen verstehen kann. Ich werde nicht gewaltfrei aus meinem Heimatland verschwinden und ich kann auch ehrlich nicht verstehen, wie solche Aussagen legal sein können. Und wie es so einem Typen, der ganz offen der Bevölkerung droht, gestattet sein kann, politische Ämter zu bekleiden. Meine Steuergelder bezahlen sein Gehalt und er droht mir und meiner Familie entweder mit Abschiebung oder mit Mord. Ich kann gar nicht genug betonen, wie ungeheuerlich ich diese Aussage finde. Wenn man so etwas von sich gibt, sollte damit jegliche politische Karriere sofort und unwiederbringlich beendet sein. Und genau das wäre auch in jeder anderen Partei als der AfD der Fall. Wenn Friedrich Merz von einem notwendigen Volksaderlass sprechen würde, bei dem er seine politischen Gegner verschwinden lassen will, würde man ihn aus der Partei ausschließen und damit wäre die Sache gegessen. Dasselbe gilt für jede andere Partei und dieses Faktum belegt auch bereits sehr deutlich, in was für einem Zustand sich die AfD befinden muss. Das ist ja nicht nur irgendeine unglückliche Formulierung oder ein Versprecher von Höcke. Überlegt euch mal, was bei dem alles an ideologischem Unterbau vorhanden sein muss, damit dem solche Wörter und Formulierungen überhaupt in den Kopf kommen. Und allein in dieser einen Aussage steckt auch schon alles, was wir eben in den Definitionen der Begriffe rechtsextrem, völkisch und Neonazi gehört haben. Wer von einem nicht zu vermeidenden Volksaderlass spricht, bringt damit seine sprachliche und inhaltliche Nähe zum Nationalsozialismus zum Ausdruck und sein Streben nach einer homogenen Nation, aus der undeutsche Fremdkörper ausscheiden müssen. Rechtsextrem, völkisch und neonazistisch. Wenn ich mich nicht gegen die Islamisierung stellen will, gehöre ich seiner Meinung nach genauso wenig nach Deutschland wie die Migrationsbeauftragte der letzten Bundesregierung, Aydan Özus.
Das ist menschenverachtend, volksverachtend und hasserfüllt. Seine Nähe zur NS-Ideologie zeigt sich auch in seinem Aufgreifen des Interventionsverbots raumfremder Mächte, einer NS-Terminologie, die auf Carl Schmitt zurückgeht. Nicht nur greift er die Terminologie und die Grundgedanken der NS-Zeit auf, er heißt sie sogar gut und will sie in die Konzeption zukünftiger Staatsformen nach der großen politischen Wende, die er anstrebt, einbeziehen. Er will die Grundgedanken der NS-Zeit in die Konzeption unseres Staats einbeziehen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er gibt auch klare Beispiele dafür, wie er die NS-Politik nach eigenen Worten ergänzen würde, zum Beispiel durch das Investitionsverbot raumfremden Kapitals und das Migrationsverbot raumfremder Bevölkerung. Auch in seinem Eifer des niemals endenden Kampfes gegen Migranten zeigt er sprachliche und inhaltliche Nähe zum Nationalsozialismus. So spricht er vom Rückzug, von Auffang- und Ausfallstellungen, der Rückeroberung deutscher Städte, als seien diese von Migranten und Ausländern erobert worden, von der millionenfachen Invasion von Fremden und Keimzellen des deutschen Volkes, von der Entnationalisierung der europäischen Völker, von der gewaltsamen Transformation des hergebrachten Nationalstaates, der Minorisierung und Marginalisierung der autochthonen Völker, dem bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch und von einem Karl Martell, der den Angriff der Araber abwehren muss. Von der Notwendigkeit, hier in Deutschland eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad zu vollziehen. Er bezeichnet das Holocaust-Denkmal in Berlin als Denkmal der Schande, wünscht sich einen deutschen Frühling, nennt die Gleichstellung durch Menschenrechte eine ethnische Säuberung der ganz besonderen Art, kündigt schamlos Grausamkeit im Umgang mit Migranten an und so weiter und so weiter. Die neonazistische Gesinnung zeigt sich auch in seiner offenen Verachtung für den Staat, den er als gegnerische Seite sieht, als bedrohlich angewucherten Parteienstaat und eine Oklokratie diffamiert, mit einem verrottenden, stinkenden Fisch vergleicht und dem er wiederholt Verfassungs- und Demokratiefeindlichkeit vorwirft, dessen Parteien, die er als Niederungen der Politik und ein Altparteienkartell herabwürdigt und in Verruf bringt, und dessen Repräsentanten, die er als Irre und Volksverhetzer beschimpft, als Schizophrene, Autoaggressive und Psychopathen, als antinationale, mediokre Schweinchen-Schlaufiguren, mit denen man keine vernünftigen Gespräche führen kann und denen er vorwirft, das deutsche Volk zu hassen und abschaffen zu wollen. Seine neonazistische Gesinnung zeigt sich in Andeutungen eines Rachekriegs gegen die Alliierten, die aufgrund ihres Sieges hochmütig und kritikunfähig geworden seien, und der Ankündigung, als Verlierer des Zweiten Weltkriegs aus den eigenen Fehlern zu lernen, sowie der Drohung, Geschichte würde nur für eine gewisse Zeit von den Siegern geschrieben werden. Sie äußert sich in seinen lebhaften Fantasien über einen Bürgerkrieg, bei dem die geballten Fäuste in die Luft gerissen werden und an den Festungstoren der Machthaber gerüttelt wird. In seinem Aufruf zur Unruhe als erster Bürgerpflicht, in seinen Erwägungen eines möglichen Militärputsches und seiner Nachricht an diejenigen, die ihrem Land wirklich mit der Waffe dienen wollen. Sie sollen vorerst auf andere, bessere Zeiten warten, die erst gekommen sind, wenn er und die AfD als parlamentarische Speerspitze die NATO aufgelöst haben. Seine neonazistische Gesinnung zeigt sich in seinem offenen Rassismus, wenn er die Vermischung von Weißen und Schwarzen in den USA als einen zu vermeidenden Abstieg bezeichnet. In seinen Bezügen auf die Abstammungsforschung unter dem angeblich wissenschaftlichen Begriff der relativen Endogamie, die ich nicht einmal falsifizieren oder verifizieren kann, weil er die Quelle seiner Zahlen nicht angibt und man unter dem Begriff der relativen Endogamie nichts findet, was mich eher skeptisch macht, zumal er auch andere Quellen falsch zitiert, wie wir gleich noch sehen werden. Und in seinem Versuch, rechtsextremistische und neonazistische Begriffe wie völkisch mit volksverbunden gleichzusetzen und sie so zu entkräften. Ebenso wird sie in seiner Umdeutung der Nationalgeschichte deutlich. Den Aufbau eines menschenrechtskonformen Rechtsstaats, die Kultivierung einer gewissenhaften Erinnerungskultur bezüglich der NS-Zeit und die wirtschaftliche Entwicklung von einem völlig zerstörten Armutsland hin zu einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt in weniger als 100 Jahren bezeichnet er nicht als eine produktive Verarbeitung, sondern als die Neurotisierung von Wunden. Sie schwingt auch in seinen Vorstellungen einer rassischen Volksgemeinschaft und der vererbten Verantwortung eines jeden Einzelnen für das gemeinsame Volkswerk mit und in seinen Fantasien über eine zentrale Führungsfigur mit starker Persönlichkeit und einer festen Hand an langer Leine, die die Stoßkraft der AfD bündeln und Deutschland erretten und wieder vereinen wird. Wie auch in seiner Überzeugung, ein guter Staatsmann müsse sich auch über den Willen der Bevölkerung hinwegsetzen können. All diese Aspekte ergeben zusammengenommen ein so dichtes Netz aus Indizien, dass sie in ihrer Gesamtheit einem Beweis gleichkommen. Besonders unter Einbezug der hunderten anderen Aussagen und Handlungen Höckes, die ich hier nicht berücksichtigt habe, weil sie nicht Teil des Buches sind. Ich habe im Laufe meines Lebens viele Bücher von Anwälten gelesen und in einem davon wurde anhand eines Fallbeispiels erklärt, wie man sich einen Indizienprozess vorstellen kann. Ich kann mich nicht mehr an den Titel des Buches erinnern, aber das ist an dieser Stelle auch nicht wichtig, weil es nur darum geht, das Grundprinzip einer Indizienverdichtung zu erklären. In dem Beispiel ging es um einen Serienmörder, der mehrfach im Jahr in andere Städte reiste und dort jemanden umbrachte.
Wenn man sich dann als Ermittler oder Richter die Kreditkartenabrechnungen anschaut und feststellt, dass der Mann 14 Mal verreist ist und jedes Mal während seines Aufenthalts jemand auf die gleiche Weise umgebracht wurde, muss man sich fragen, wie hoch ist dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass er unschuldig ist? Nahezu 0%. Und genauso muss man sich in Höckes Fall fragen, wie hoch wohl die Wahrscheinlichkeit ist, dass all diese Formulierungen von Volksaderlassen, Staatsreformen und baldigen besseren Zeiten für den Kriegsdienst lediglich Versprechungen und ungeschickte Formulierungen sind, obwohl sie ja abgedruckt sind. Und er ausdrücklich davon spricht, dass er sich als parlamentarische Speerspitze nicht dreckig machen darf und seinen Ton mäßigen muss und die Grenze des Sagbaren Stück für Stück verschieben will. Genau, die Chance beträgt nahezu 0%. Ähnlich sieht das auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die 2023 bereits die Ermittlungen gegen einen Demonstranten eingestellt hat, der ein Plakat mit dem Spruch Höcke ist ein Nazi gezeigt hatte. Nach Auffassung der Ermittler handelt es sich bei der Aussage Björn Höcke ist ein Nazi nicht um eine Beleidigung, sondern um ein an Tatsachen anknüpfendes Werturteil, das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Dies gelte umso mehr vor dem Hintergrund, dass der Betroffene nach allgemeiner Auffassung dem äußersten rechten Rand seiner Partei angehört, sich in den letzten Jahren ausweislich einer Vielzahl von Presseveröffentlichungen in eindeutig nationalistisch-völkischer Weise mit rassistischen Anklängen und unter Hervorhebung eines natürlichen Führungsanspruchs der Deutschen geäußert und sich dabei immer wieder Formulierungen bedient hat, die zum Standardvokabular der Vertreter des Nationalsozialismus vor Mai 1945 gehörten. So die Staatsanwaltschaft. Und denjenigen, die selbst nach alledem immer noch Nein schreien und darauf beharren, dass er kein Nazi ist und dass sie das erst glauben werden, wenn er anfängt bei Reden ganz offen Hitlergrüße zu zeigen und Hakenkreuzarmbänder zu tragen, denen sei gesagt, dass selbst das schon fast genauso passiert ist. Worauf beziehe ich mich hier? Höcke steht zurzeit vor Gericht, weil er bei einer Rede im Jahr 2021 die verbotene Losung der Sturmabteilung Alles für Deutschland gerufen haben soll. Diese Losung fällt unter den § 86a Strafgesetzbuch. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Dort heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer im Inland Kennzeichen einer der in § 86 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich in einer Versammlung oder in einem von ihm verbreiteten Inhalt verwendet. Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Wenn er also ein Hakenkreuzarmband getragen oder einen Hitlergruß gezeigt hätte, wäre das derselbe Straftatbestand. Das ist die Qualität von Offensichtlichkeit, mit der wir es hier zu tun haben. Hier kann ja wirklich kein vernünftiger Mensch mehr Zweifel haben. Jetzt werden sich einige von euch denken, er wurde doch noch gar nicht verurteilt. Vollkommen berechtigter Einwand, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Grund, weshalb ich den Fall hier trotzdem mit aufnehme, ist schlicht und ergreifend der, dass es Videoaufnahmen von der Tat gibt. Es geht also in dem Fall nicht darum, ob Höcke tatsächlich die verbotene Losung der Sturmabteilung bei einer Rede verwendet hat, sondern nur darum, ob er es wissentlich getan hat. Und kein Richterspruch dieser Welt könnte mich davon überzeugen, dass der Geschichtslehrer Björn Höcke nicht wusste, was er da sagte. Der Ex-BGH-Strafrichter Fischer schreibt in einem Artikel dazu, die Parole Alles für Deutschland war nicht irgendeine von zahllosen Phrasen, sondern die zentrale Losung der SA. Höcke kennt, soweit ich sehe, jede Nuance der Symbolik, welcher er nahestehen möchte. Dass er übersehen haben könnte, was Alles für Deutschland bedeutet, erscheint völlig fernliegend. Als der Kreisverband Passau der AfD kürzlich die Parole plakatierte und die Polizei die Plakate entfernte, teilte der dortige Landesvorsitzende der Partei sogleich mit, die Plakate seien nicht genehmigt gewesen. Es gäbe gewisse Sprüche, die werden einfach nicht verwendet. Wenn der Angeklagte das nicht wüsste, wäre er wesentlich ungebildeter, als ein hessischer Oberstudienrat nach der gerichtlichen und Lebenserfahrung sein könnte. Da kann man dann gespannt sein, mit welchen Anträgen ein solches Maß an Ungebildetheit in der Hauptverhandlung unter Beweis gestellt werden wird. Insofern ist es ein weiteres Mal erstaunlich, wie obrigkeitshörig, kleinkariert und furchtsam sich die kleinbürgerlichen Protagonisten des angeblich erneuten Erwachens des Volks gerieren, wenn sie persönlich in Konflikt mit dem ihnen verhassten Rechtssystem geraten. Es gilt in der Szene als schlau, sich auf Schulbubniveau zu entlasten, statt die rechtsextreme Gesinnung zuzugeben. Formal immer gesetzt und staatstreu, obgleich das das Erste ist, was die Volksfreunde zerschlagen wollen. Genauso agierte auch die NSDAP in den 1920er Jahren. Auf die lächerlichen Verteidigungsversuche, die ich bereits in Pro-AfD-Videos gesehen habe, werde ich an dieser Stelle nicht eingehen, weil irgendwann auch mal gut sein muss. Denjenigen von euch AfD-Unterstützern, die einen offensichtlichen Neonazi selbst dann noch in Schutz nehmen, wenn er in aller Öffentlichkeit auf eine Bühne klettert und verbotene Losungen der Sturmabteilung brüllt, unterstelle ich unlautere Motive. Ihr seid nicht ehrlich und nicht integer. Was auch interessant ist zu wissen, bei gewissen Straftaten können die Täter ihr politisches Wahlrecht verlieren und dadurch auch gleichzeitig das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden. So auch bei diesem neonazistischen Vergehen. Sollte das Gericht Björn Höcke zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten oder mehr verurteilen,
liegt es in der Entscheidungsmacht der Richter, ihm auch sein politisches Stimmrecht zu entziehen und damit auch das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden. Dann wäre seine politische Karriere Gott sei Dank vorbei. Aber das gilt es abzuwarten. Obwohl der Rechtsanwalt Christian Solmecke eine Verurteilung für wahrscheinlich hält und ich persönlich auch, wäre der Realist in mir aber auch nicht verwundert, wenn Höcke völlig ungeschoren oder mit einer Bewährungsstrafe davonkommt oder zumindest sein Recht auf politische Teilhabe behält. Meiner Meinung nach besteht in Björn Höckes Fall eine besondere Schwere der Schuld, da seine Reden fast immer gefilmt und ins Internet gestellt werden und er durch die Verwendung der SA-Formel ganz klar die Absicht bekundet, sein neonazistisches Gedankengut unter so vielen deutschen Bürgern wie irgend möglich zu verbreiten, dabei auch unter Kindern und Jugendlichen. Eine Bewährungsstrafe wäre somit aus meiner Laienperspektive völlig inakzeptabel. Ein Freispruch würde ihm und anderen Neonazis die gerichtliche Erlaubnis erteilen, unter Vorwand von Unkenntnis oder Mehrdeutigkeit die verbotenen Parolen der Nazis in aller Öffentlichkeit zu verwenden. Dann könnten wir die bestehenden Schutzgesetze auch genauso gut aus dem Strafgesetzbuch streichen. Es gibt noch zwei weitere Dinge, die ich an Höckes Buch kommentieren möchte. Das sind zum einen seine politischen Inhalte und zum anderen seine Kommunikationstechniken. Zuerst möchte ich mich dem Thema widmen, das mit Abstand das präsenteste in seinem Buch und seinem politischen Wahlkampf generell ist: Migration. Frank Böckemann spricht im Vorwort von dem großen weißen Elefanten, nämlich der Gefahr einer muslimischen Mehrheitsbevölkerung in den Großstädten und ein wenig später landesweit. Diese Gefahr werde von allen Parteien außer der AfD ignoriert oder, wie Höcke sagt, sogar bewusst und mit dem Ziel des Volkstods der Deutschen durch Bevölkerungsaustausch von den Regierenden vorangetrieben. Beim Abgleich mit der Realität stellen wir fest, dass in Deutschland laut des Bundesinnenministeriums und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2020 etwa 5,5 Millionen Muslime gelebt haben. Das entspricht etwas über 6% der Gesamtbevölkerung. Auch was die Geburtenrate betrifft, bestehen muslimische Haushalte hierzulande im Schnitt aus 3,6 Personen, was 1 bis 2 Kindern pro Paar entspricht. Hier ist also keine brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet erkennbar. Das Durchschnittsalter der Muslime in Deutschland beträgt 32 Jahre. Und die Geschlechter sind zu gleichen Teilen vertreten, 52% Männer, 48% Frauen. Der Anteil der täglich betenden Personen beträgt nur 38%. Dagegen beten 36% entweder gar nicht oder nur wenige Male im Jahr. Der Grad der Frömmigkeit hängt auch häufig von der Generationenzugehörigkeit ab. In Deutschland geborene Muslime sind oftmals weniger gläubig als ihre zugewanderten Eltern. Weniger als ein Drittel der muslimischen Frauen tragen Kopftücher und über 80% der Muslime fühlen sich stark mit Deutschland verbunden. Von einer kulturellen Kernschmelze kann ich hier nichts erkennen. Damit leugne ich nicht die überproportionalen Anteile von Kriminellen bei hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, unabhängig von der Konfession. Ganz im Gegenteil. Mir liegt daran, dass ehrlich in der Öffentlichkeit über die Statistiken gesprochen wird und entsprechende Reaktionen in der Politik und auch der Exekutiven erfolgen. Besonders im Umgang mit Mehrfachstraftätern, da diese laut des Bundeslagebilds 2022 von der BKA für über 80% aller Straftaten von Zuwanderern verantwortlich sind. Und auch im Bereich der organisierten Kriminalität spielen Menschen mit Migrationshintergrund eine überproportionale Rolle. In den Bundeslagebildern des BKA gibt es sogar eigene Unterkapitel und Statistiken zur Clankriminalität. Aber deshalb kaufe ich keine durchgeknallten Untergangsszenarien davon, dass in ein paar Jahren künftige Völker durch unsere verödeten Rathäuser und Schwimmhallen gehen und darüber staunen werden, wie eine so mächtige Gesellschaft daraus hinweggewischt werden konnte. Und ich bilde mir auch nicht ein, dass das Migrationsproblem gelöst wäre, wenn wir alle Migranten ohne Bleibeberechtigung abschieben und niemanden mehr ins Land lassen würden. Das ist zwar eine völlig gerechtfertigte politische Haltung und würde die Auswirkungen der Migration auf den Bereich der inneren Sicherheit reduzieren. Das Migrationsproblem, vor dem Deutschland steht, ist aber, soweit ich das beurteilen kann, in erster Linie ein demografisch-wirtschaftliches. An dieser Stelle möchte ich kurz auf den UN-Bericht Replacement Migration von 2001 eingehen, von dem Höcke behauptet, er würde die Öffnung Deutschlands für 11 Millionen Zuwanderer fordern und den er als Beweis für eine gezielte, brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet heranzieht. Zuerst einmal will ich richtigstellen, dass der Bericht eine Studie ist und überhaupt nichts von irgendwem fordert. Sie untersucht die demografische Entwicklung in den EU-Ländern und macht dabei auf das Problem aufmerksam, dass unsere Geburtenraten sinken und die Gesellschaften überaltern. Das hat zur Folge, dass sich die Relation zwischen der arbeitenden Bevölkerung und den zu versorgenden Rentnern verändert. Immer weniger Arbeiter müssen immer mehr Rentner versorgen. Eigentlich ganz leicht zu verstehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Studie verschiedene hypothetische Szenarien für jedes EU-Land durch und zeigt so auf, wo welche Lösungsansätze hinführen würden. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wo Höcke hier gelesen haben will, dass Deutschland 11 Millionen Zuwanderer für 11 Millionen Zuwanderer geöffnet werden soll. Die Zahl 11 Millionen taucht nur in Szenario 1 auf, also muss er sich ja darauf beziehen. Aber das ist lediglich eins von mehreren hypothetischen Szenarien und daran wird das Problem noch nicht mal gelöst, sondern das Verhältnis von Arbeitern zu Rentnern halbiert sich. In diesem Szenario gäbe es immer noch viel zu wenige Arbeiter.
Höcke hat also ganz bewusst gelogen in dem Wissen, dass die wenigsten Leute einen 250 Seiten langen englischsprachigen wissenschaftlichen Bericht mit vielen Zahlen und Graphen tatsächlich lesen würden. Und zweitens sagen die Zahlen in Szenario 5, dass wir unser Verhältnis von 4,4 Arbeitern zu einem Rentner nur beibehalten könnten, wenn wir 188,5 Millionen Zuwanderer bekämen. Das entspräche 3,4 Millionen pro Jahr über einen Zeitraum von 50 Jahren hinweg. Was natürlich für jeden mit gesundem Menschenverstand völlig absurd ist und was selbstverständlich nicht empfohlen oder gar gefordert wird. In einem anderen Szenario rechnet die Studie zum Beispiel auch vor, wie wir das Verhältnis vollkommen ohne Zuwanderung stabil halten könnten. Nämlich indem wir das Renteneintrittsalter erhöhen. Wenn wir einfach alle arbeiten, bis wir 77 Jahre alt sind, dann brauchen wir auch keine Einwanderer und können Höckes Traum von einem migrantenfreien Deutschland umsetzen. Bei diesem Szenario ist Höcke aber aus irgendeinem Grund nicht auf die Idee gekommen, hier eine Forderung der UN zu erkennen, wir mögen doch bitte unser Renteneintrittsalter auf 77 erhöhen, was im Übrigen der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Mannes heutzutage entspricht. Wenn die Bundesregierung also davon spricht, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland brauchen und ein attraktives Land für diese sein müssen, in dem sie sich sicher fühlen können und einen hohen Lebensstandard genießen können, dann tut sie das nicht, weil sie unser deutsches Volk hasst und uns durch Bevölkerungsaustausch abschaffen will, sondern um eine komplette wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Und selbstverständlich ist das auch nicht grundgesetz- oder völkerrechtswidrig. Der Höcke hat nur eine totale Klatsche. Das ist schon die ganze Erklärung. Das Migrationsproblem ist jedenfalls eine recht komplexe Angelegenheit. Auf der einen Seite stehen die berechtigten Interessen unserer inneren Sicherheit und auf der anderen die wirtschaftliche Notwendigkeit für qualifizierte Zuwanderung. Und als qualifiziert kann man schon jeden ansehen, den man irgendwie in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Das müssen keine Akademiker oder Handwerker sein. Die Migranten, die allerdings sogar noch Jahre nach der Zuwanderung unsere Sozialleistungen in Anspruch nehmen, verschlimmern das wirtschaftliche Problem der Überalterung sogar noch. Der grundsätzliche Ruf nach einer bewussteren Steuerung der Migration ist also meiner Meinung nach durchaus legitim. Wenn auch nicht auf die Weise, wie Höcke sie mit seinem Volksaderlassen und Grausamkeiten fordert und auch nicht auf die Weise, wie die AfD sie fordert, denn die wollen ja das Demografieproblem Deutschlands laut zahlreicher Interviews durch zwei Punkte lösen. Zum einen sollen die Deutschen mehr Kinder bekommen, zum anderen wollen sie die 2,5 Millionen 20- bis 34-Jährigen ohne Berufsabschluss in Deutschland nachbilden. Zum ersten Punkt des Kinderkriegens, das ist einfach völlig absurd. Das ist viel zu langsam und vor allem kann man die Menschen nicht dazu zwingen, mehr Kinder zu bekommen. Das geht halt nicht. Zum zweiten Punkt, solche beruflichen Qualifizierungsversuche werden selbstverständlich bereits intensiv betrieben. Die AfD schlägt hier vor, was die Regierung schon längst tut. Um nur ein Beispiel zu nennen, Bürgergeld ist an strikte Kooperationen in Bezug auf Weiter- und Nachbildungsangebote gebunden. So oder so werden wir Deutschen uns damit abfinden müssen, dass dieses Überalterungsproblem unserer Gesellschaft nicht zu lösen ist. Denn wir erinnern uns, der UN-Bericht stammt aus dem Jahr 2001. Im Jahr 2020 lag das Verhältnis von Arbeitern zu Rentnern laut dem Statistischen Bundesamt schon nur noch bei 2,7. Und bis 2030 soll es sogar noch weiter auf 2,1 abfallen. Wutbürgern und die da oben schreien, hilft hier nicht weiter. Es hilft einfach nicht. Falls sich also unter den Zuschauern jemand befindet, der klüger ist als die übrigen 80 Millionen Menschen im Land, schreibt eure Lösung des Problems gerne in die Kommentare. Als nächstes will ich den Doppelpack seiner zentralsten und weitreichendsten Ideen kritisch hinterfragen, nämlich den Austritt Deutschlands aus der NATO und der EU. Schneller und zielsicherer könnte man Deutschland wohl nicht irreparabel beschädigen. Laut Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, wäre ein EU-Austritt für Deutschland und die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe. Und obwohl sich Ökonomen ja sonst bei nichts einig sind, ist das Meinungsbild bei den einschlägigen Experten in dieser Sache doch äußerst homogen. So rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft mit einem Einbruch unserer Gesamtwirtschaftsleistung von rund 10%. Das entspräche einem jährlichen Wohlstandsverlust von bis zu 500 Milliarden Euro und mehreren Millionen Arbeitsplätzen. Ein NATO-Austritt würde für Deutschland dann zusätzlich noch die völlige militärische Schutzlosigkeit bedeuten. Und das in der aktuellen Lage. Es gibt absolut keinen Grund, das verlässlichste militärische Schutzbündnis der Welt zu verlassen. Es gibt einfach keinen Grund. Das ist wirklich keine komplexe Debatte. Und die Vorstellung, dass uns die Bundeswehr allein gegen die Übergriffe atomarer Großmächte schützen soll, ist völlig absurd. Und ich habe noch nie einen Militärexperten etwas anderes sagen hören. Besonders alarmierend erscheinen solche Pläne natürlich vor dem Hintergrund von Höckes Andeutungen einer besseren Zeit, um Deutschland mit der Waffe in der Hand zu dienen, sobald die NATO aus dem Weg geräumt sei. Ein anderer Inhalt, den ich nicht unkommentiert lassen kann, sind seine Vorstellungen und Mitteilungen rund um das Thema Geschlechterrollen. Grundsätzlich kann in einer freien Gesellschaft wie unserer jeder romantische Beziehungen führen, wie er oder sie das möchte. Wer gerne dominant sein will und sich eine devote Partnerin oder einen devoten Partner suchen möchte, kann das ja machen. Und wer von seinem Wesen her anders gestrickt ist, kann auch das ausleben. Ich will da niemandem reinreden und ich will nicht, dass mir jemand in meine romantischen Vorlieben reinredet. Wenn sich dann aber Björn Höcke und Maximilian Kahr und viele andere Figuren aus der AfD
plötzlich in den sozialen Medien als Dating-Coaches gerieren und jungen Menschen erzählen, wie sie angeblich eine Freundin und Selbstachtung finden, während sie sie gleichzeitig zur sozialen Unruhe und zum Rütteln an den Festungstoren der Machthaber aufstacheln und an ihre männliche Ehre und Würde appellieren und ihnen erzählen, dass Männer ihrem inneren Wesen nach zur Führung und Frauen zur Hingabe bestimmt wären, dann ist das zum einen eine bösartige Instrumentalisierung zu politischen Zwecken und zum anderen das Gegenteil eines Aufrufs zur freien und gesunden Entfaltung ihres inneren Wesens. Woher will denn Björn Höcke wissen, wie das innere Wesen irgendwelcher Individuen aussieht, die er noch nie getroffen hat? Männer sind eine sehr heterogene Gruppe, genauso wie Frauen. Ich komme mir ein bisschen seltsam dabei vor, auf eine so offensichtliche Tatsache hinweisen zu müssen, beziehungsweise daran erinnern zu müssen, aber es scheint ja heutzutage in signifikanten Teilen der Bevölkerung aller Altersgruppen tatsächlich recht enge Vorstellungen davon zu geben, wie Männer und Frauen angeblich sind und was sie sich von ihren romantischen Beziehungen wünschen. Wenn ihr in traditionellen Beziehungskonstellationen mit klassischen Geschlechterrollen leben wollt, dann macht das doch einfach und genießt es in stiller Zufriedenheit, statt es irgendjemand anders aufs Auge drücken zu wollen. Lasst den Leuten ihre Freiheit und lasst die Minderjährigen generell aus dem Spiel. Zuletzt möchte ich noch auf einige kommunikative Techniken hinweisen, die Höcke und auch Teile der AfD gerne nutzen und über die man wirklich Bescheid wissen muss, damit man sich beim Konsum ihrer Inhalte nicht manipulieren lässt und damit man sich auch in Debatten und Diskussionen gegen sie behaupten kann. Ich habe ja bereits gezeigt, wie Höcke Probleme überdramatisiert und Untergangsszenarien zeichnet und lügt und den Staat zum Gegner stilisiert, um die Menschen über die Gefühle der Angst und Wut und über den Nationalstolz für extremistische Ideen empfänglicher zu machen. In Bezug auf diese Aspekte sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um sich vor einer Indoktrination zu schützen. Zum einen muss man sich auf die tatsächlichen Fakten besinnen und diese gegebenenfalls recherchieren, um seine Panikmache als solche zu erkennen und dann entweder zu verwerfen oder, falls man feststellt, dass zumindest ein wahrer Kern darin steckt, angemessen zu reagieren, statt direkt eine Staatsreform und EU- und NATO-Austritte und diesen ganzen Mist zu unterstützen. Und zum anderen, und das ist der wichtigste Punkt, man darf es sich nicht jeden Tag anhören. Jeder Mensch kann auf Dauer indoktriniert werden, wenn er ständig mit diesem Zeug bombardiert wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Kommunikation liegt in dem Umgang mit Verantwortung. Diese schiebt er stets so herum, wie es ihm gerade zur Erreichung seiner politischen Ziele notwendig erscheint. Wenn er für die öffentliche Verwendung nationalsozialistischer Parolen bestraft werden soll, dann ist der Staat schuld, weil Deutschland so unfrei ist und es ihm nicht erlaubt. Wenn er die Kirche reformieren will, dann erklärt er katholische und evangelische Pfarrer gleichermaßen zu Volksfeinden, die sich vom Volk abgewendet hätten. Wenn er von einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad spricht, dann ist nicht er verantwortlich dafür, dass die Leute ihn beim Wort nehmen, sondern seine Gegner unterstellen ihm bösartige Absichten, um ihn mundtot zu machen. Wenn er Krisen heraufbeschwören will, um die Beziehungen der Bürger zu ihrer eigenen Bundesregierung zu vergiften und so eine Staatsreform möglich zu machen, dann diagnostiziert er plötzlich kranke Schulen und eine kranke Gesellschaft, obwohl er davor noch von neuen befriedigenden Dienstjahren mit einem tollen Schulklima gesprochen hat. Generell gibt er dem sogenannten Establishment die Schuld an allem. An absolut allem. Selbst wenn die Regierung gar nichts dafür kann, zum Beispiel im Falle der besprochenen Überalterung durch steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenraten. Darüber hinaus nutzt Höcke einen unauffälligen Trick, den auch ein früherer Arbeitskollege von mir angewendet hat, wenn er jede Nacht stundenlang gegen die kriminellen Ausländer gewettert hat. Höcke antizipiert die berechtigten Vorwürfe, die man ihm entgegenbringen wird, wenn er eine rassistische, neonazistische, faschistische oder ausländerfeindliche Aussage tätigt, und kommt diesen Vorwürfen zuvor. Er gibt sich selbst die Erlaubnis, die schlimmsten Dinge zu sagen, indem er Entschärfungen in seine Reden einbaut. Wie sieht das in der Praxis aus? Auf Seite 93 sagt er, dass er keine Lanze für den Faschismus brechen will, und er geht sich dann seitenweise in den positiven Absichten und gesellschaftlichen Vorteilen von Faschismus. Durch seine vorausgeschickte Lüge, er wolle keine Lanze für den Faschismus brechen, gibt er sich die Erlaubnis, im Anschluss genau das zu tun. Wenn er auf Seite 64 davon spricht, dass er die Schule gewechselt hat, weil es ihm an seiner Schule zu viele Kinder mit Migrationshintergrund gab, die nicht für die Weitergabe deutscher und europäischer Kulturtraditionen aufzuschließen waren, dann fügt er sofort eine Anmerkung über ein türkisches Mädchen ein, für das er sich angeblich eingesetzt hat. Ausländerfeindlichkeit soll man ihm so nicht mehr vorwerfen können. Wenn er auf Seite 42 seine lange Kampfrede darüber hält, dass die Deutschen aus ihrer katastrophalen Niederlage von 1945 lernen werden und dass Geschichte nur für eine gewisse Zeit von den Siegern geschrieben werde, dann folgt dieser Rede sofort eine scheinbare Distanzierung durch die vage Formulierung von Verfehlungen und Verbrechen des Dritten Reiches. Aber er gibt sich mit seinen Widersprüchlichkeiten nicht nur die Erlaubnis, verwerfliche Dinge auszusprechen. Zu einem sehr großen Teil ist es auch einfach nur schlichte Heuchelei. Auf Seite 57 spricht er beispielsweise davon, dass er dafür ist, dass jeder mit jedem reden sollte und dass man andere nicht vorführen oder diskreditieren sollte. Er inszeniert sich also als Verfechter der guten Sitten. Und zwei Seiten später ergeht er sich in einem Beleidigungsschwall, in dem er eben jene Politiker, mit denen er angeblich reden will, verächtlich macht
bevor er 100 Seiten später sogar ausdrücklich sagt, dass er nicht mit ihnen reden oder koalieren will. Er spricht davon, volksverbunden zu sein, aber gleichzeitig sagt er, dass sich ein verantwortungsvoller Politiker nicht von den schwankenden Stimmungen des Volkes abhängig machen darf und dass er auch gegen den Willen des Volkes die richtige Entscheidung treffen muss. Und natürlich, dass wir in einem Volksaderlass alle Volksteile verlieren müssen, die an ihrer demokratischen Freiheit festhalten wollen. Es ist, als hätte er zwei Gesichter. Ein harmloses, kultiviertes, vertrauenerweckendes Gesicht, das er in der Öffentlichkeit zeigt und bei dem man sich nicht vorstellen kann, dass er irgendwem etwas Böses will. Und unter dieser Maske sein wahres Gesicht, das von Staatsreformen, Rachekriegen und einem Volksaderlass träumt. Abschließend möchte ich mich noch ganz direkt an euch als Zuschauer wenden. Bisher haben in Deutschland vielleicht ein paar Politiker und Journalisten Höckes Buch gelesen und die wissen, mit was für einem Typen sie es hier zu tun haben. Aber auf den Großteil der Bevölkerung trifft das nicht zu. Die gucken dann ab und zu Nachrichten und hören dann immer nur, wie er als Nazi bezeichnet wird und hier und da kommt ab und zu mal ein kontextloses Zitat eines Halbsatzes und dann fragen sie sich natürlich, ob da überhaupt was dran ist. Schauen sich ein Interview von ihm an, in dem er sehr intelligent und ruhig und kultiviert und charismatisch auftritt. Und in vielen Fällen benehmen sich die Interviewer dann auch noch unter aller Sau. Und dann kommen die Leute verständlicherweise zu dem Schluss, die erzählen ja alle nur Scheiße über den. Die erzählen alle nur Scheiße über den, der ist doch gar kein Nazi. Und darum ist es so wichtig, dass möglichst breite Bevölkerungsanteile dieses Video hier schauen, damit wir als Gesellschaft eine Faktengrundlage haben, auf der sich jeder von uns eine Meinung bilden kann. Also bitte, bitte teilt das Video überall, wo ihr nur könnt, empfehlt es den Leuten aufs Dringlichste. Die Leute müssen wissen, was in Höckes Buch steht und was für ein kranker Typ das ist und was für eine Gefahr er auch für unser Land und unsere Staatsform und das deutsche Volk darstellt. Empfehlt das Video auch gerne dem aktuellen AfD-Chef Tino Chrupalla, der Höckes Buch nach eigener Aussage auch nicht gelesen hat. Vielleicht interessiert es ihn und Frau Weidel ja, mit was für einem Mann sie gerade ein Team bilden. Und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, liked das Video und abonniert den Kanal.